Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, und jetzt ist es soweit. Die Planierraupe, der Traktor ist da und jetzt die Erde alles schön glatt zu machen. Es hat leider nicht auf Anhieb geklappt, weil normalerweise musste er es schon gestern machen, aber dann ist natürlich der Traktor kaputt gegangen. Irgendwas ist immer. Aber das ist halt Thailand. Das ist halt, ja, man braucht Zeit. Und ja, wie gesagt, jetzt ist er gekommen und wenn alles glatt läuft, wird er heute auch fertig. Und das schauen wir uns mal an. Also wir haben jetzt 20 Ladungen, 20 LKW-Ladungen bestellt von Erde und das ist eigentlich auch genug, fast schon zu viel. Und damit kann man aber richtig alles schön gerade machen. Es kommt immer darauf an, ob man einen guten Fahrer hat oder nicht, der sich da auskennt mit seinem Gerät. Bei manchen ist es sehr schön gerade, bei manchen eben nicht so. Aber ich glaube, dieser Mann scheint sein Handwerk zu verstehen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, hier vorne wird es erstmal vorne dieser Reihe und dann gehen wir auch noch bis hinten und machen das hier neben dem Gehege vom Kuhstall auch noch, weil das ist ziemlich tiefer gelegen und in der Regenzeit war dann immer Wasser hier und der Boden ist auch nicht so gut. Jetzt kommt eine Schicht mit guter Erde drauf und dann, ja, mal sehen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Wie gesagt, die Erde ist sehr gut. Sehr gute Qualität. Ja. Wird halt nur bis hierher so, bis zu den ersten Bäumen gemacht und weiter. Dann vielleicht später oder schauen wir mal. Kann es auch so bleiben. Aber wichtig ist hier, wo man ständig auf und ab geht, dass es einigermaßen gerade ist. Kann man ja nachher eventuell Gras pflanzen oder sonst was. Wenn man denkt, er macht das den ganzen Tag, ne? In dieser Hitze. Gut, er hat ja Schatten da auf seinem Traktor, aber trotzdem. So bei über 30 Grad auf jeden Fall. Ich schätze mal so 34 Grad sind das. Die Sonne brennt. So. Der Mumu, der das Ganze hier beobachtet, und der Name Chok. Den Tisch und die Stühle habe ich jetzt auch auf die Seite, erstmal in den Garten. Und wenn das hier gerade gemacht ist, muss ich die halt wieder zurück tun. Dann noch mal kurz zu unseren Pflanzen. Die gedeihen wirklich prächtig. Da haben wir jetzt alles Mögliche, auch dieses Gemüse für verschiedene thailändische Gerichte, was da meine Frau gekauft hat. Ich kenne mich da nicht so aus. Also dies hier sieht aus wie Blumenkohl oder Kraut oder sowas ähnliches. Ja, aber wie gesagt, der Boden ist hier sehr gut und das wächst eigentlich ziemlich gut, ja. So, und jetzt nochmal zu unserem neuen Kuhstall. Also da haben wir, wie gesagt, erstmal so gelassen, kein Beton unten, weil viele von den Nachbarn haben gesagt, es ist nicht so gut für die Kühe, wenn da Beton unten ist. Und ist besser, wenn nur Erde, weil ja,
für die Hufe und so. Das ist einfach, ich weiß es nicht, lassen wir es einfach mal so. Und eventuell später kann man ja das immer noch nachbetonieren. So, diese zwei Boxen sind jetzt belegt mit unseren Kühen und den Kälbern. Die sind jetzt auf der Weide. Ich habe da etwas sauber gemacht. Mache ich jeden Tag übrigens. Dann ist dann so eine Schubkarre voll. Und dann kommt der Kuhmist neben irgendeinen Baum. So der Reihe nach, sodass dann irgendwann alle Bäume den Dünger haben. So, da sieht man es jetzt nochmal mit dem Kuhmist. Die praktisch so der Reihe nach. Jeden Tag ist ein anderer Baum dran. Und der trocknet da in der Sonne. Und wenn man Wasser gibt, geht es dann auch ins Erdreich. Ja, echter Biodünger sozusagen. Da sieht man es wieder. Ja, also bisher hat es gereicht. Ab morgen ist dann, ja, morgen geht es dann von hier weiter. Ne? Jetzt haben wir auch mit Stroh etwas gemischt. Oh, ist richtig heiß heute. Hier sieht man die Reisfelder und die Kühe. Die Weiden, ich habe heute unsere Kühe einfach so mit der Leine rausgelassen, also nicht festgemacht, dass die einfach gehen können hier im Gelände herum. Jetzt hoffe ich nur, dass sie nicht zu weit weglaufen. Schauen wir mal, ob sie abends wieder zurückkommen oder ob ich sie irgendwo suchen muss. Ich habe mich jetzt schon mal in Schatten gezogen, hinter dem Baum hier. Da ist wirklich heiß und wirklich Sonne sehr stark. Aber es sieht ganz gut aus. Ich sehe das sofort. Der Mann versteht sein Handwerk und da brauche ich nicht mehr viel zu sagen oder zu. Das ist halt so, das ist ja jetzt im Preis inbegriffen, das Planieren, nicht? Das heißt, da hat die Erde bestellt, die bringen die Erde und machen sie auch gerade. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt zufrieden gewesen wäre mit dem, was nicht so gerade ist, hätte ich ihm wahrscheinlich noch was dazugegeben, dazu bezahlt und gesagt, mach mal ein bisschen schöner oder so, machen die auch. Aber in der Regel sieht ganz gut aus, das sieht man gleich. Wenn der mal loslegt und so macht, dann ist das okay. Wie gesagt, die meisten verstehen ihr Handwerk schon hier. So, das ist unsere Truppe, auch im Schatten, ist es auch heiß. Ey, denen ist es auch heiß, ja. Schocki. Oh, gut. So, und da ist meine Frau, die beobachtete das auch mit Argusaugen, dass da ja kein Baum umgeknickt wird oder so. Und unsere Mimi ist auch immer dabei. Tja. So Leute, also das dauert hier wie gesagt nochmal, ich schätze mal so 2 Stunden mindestens, bis der mit allem fertig ist. Weil hier so neben dem Hühnerstall ist das Gelände ein bisschen schwierig, da wird er wahrscheinlich mehr Zeit brauchen. Aber ja, schauen wir mal. So, dann war es das wieder mal mit einem kurzen Video hier aus dem Isan von unserer kleinen Farm, wenn man das so sagen kann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.